So, hier also mal die Messuhr an meiner Flott TB10. Du siehst hier, wie die Messuhr festgemacht ist. Du siehst hier, wie sie ja, ausschlägt. Und ich drehe jetzt mal an dem Bohrer hier und dann sehen wir, was für ein minimaler Rundlauf Veränderung sich da. Das scheint wohl eine Rostflaube zu sein, aber im Prinzip ist das also ein minimaler Rundlauffehler, mit dem kann man schön leben. Hier nochmal die Zeigeeinteilung. Also absolut gleichmäßig, so muss das aussehen. Jetzt wird das Ganze mal am Bohrerschaft gemessen. Ich drehe also auch wieder mit der Hand. An einer gewissen Stelle schlägt die Messuhr aus. Da weiß ich aber auch nie so genau, ist da oben jetzt ein Fertigungsfehler beim Bohrer. Wie auch immer, ich kann damit leben. Passt für mich.